Es ist mal wieder soweit. Die letzten Tage haben gezeigt, dass die Börsen nicht nur steigen können, nein, sie können auch mal fallen. Und gestern ist der Nasdaq um ungefähr 3,5% gesunken. Andere Kollegen würden sagen, eingebrochen. Und sobald sowas passiert, gibt es dann die Hilferufe von nervösen Anlegern, ängstlichen Anlegern. Ein Post zum Beispiel auf Facebook gestern lautete: Was glaubt ihr, wie lange können die Kurse noch fallen? Und unbeabsichtigt finde ich sowas schon ja belustigend, weil es einfach zeigt, dass die Leute überhaupt keine Erfahrung haben. Und was wir jetzt in den letzten Tagen gesehen haben, falls es einen Crash geben sollte, dann wäre das höchstens als ein leichtes Vorbeben zu bezeichnen. Wir sind ja momentan immer noch gar nicht weit weg von historischen Höchstkursen bei den Indizes. Und mit richtigen Einbrüchen hat es mal gar nichts zu tun. Ich investiere seit 2000 ungefähr, dem Jahr 2000, habe die Dotcom-Bubble live miterlebt, habe die Finanzkrise live miterlebt und bei der Finanzkrise ordentlich federn lassen müssen. Ich habe einen Artikel dazu geschrieben, übrigens auf einem Blog von mir, den werde ich noch verlinken. Da sieht man dann meine Depotauszüge vorher und nachher. Vorher, das heißt, als das Depot ganz tief in den Miesen war. Und dann habe ich es einfach ausgesessen und dann sieht man das Depot dann ein bisschen später, wie plötzlich die Kurse wieder angezogen sind und wie das Depot aus dem tiefen Minus dann ins Plus gegangen ist. Einfach, weil ich die Zeit habe spielen lassen. Ich möchte jetzt in diesem Video auch gar keine Panik machen, sondern möchte einfach mal darauf hinweisen, auf was es ankommt, damit man eben solche schweren Zeiten aussitzen kann. Und der Titel von dem Video heißt Fallende Kurse, hast du Angst, hast du ein Problem? Und das ist auch so, denn immer wenn man Angst hat, macht man im Prinzip Blödsinn, neigt man zu Kursschlussreaktionen, das ist an der Börse nicht anders. Und ich möchte mal über die Gründe sprechen, über die zwei Gründe, weshalb ich glaube, dass die Leute Angst haben, insbesondere natürlich diejenigen, die noch nicht allzu lange am Aktienmarkt sind. Es ist ja super, wenn insbesondere junge Menschen zum Aktienmarkt finden, die Aktie für sich entdecken und sagen, okay, da kriege ich ja mehr Geld als beim Sparbuch. Beim Sparbuch kriege ich, wie viel kriege ich denn da? Plus, minus null. Hoffentlich eher plus null als minus null. Aber dann wird irgendwo gelesen am Aktienmarkt, da bekomme ich eine Rendite von, je nach Quelle und Index und das Land und so weiter, zwischen irgendwo, sage ich jetzt mal, 6 und 8% jährlich kann ich das erwarten. Und dann ist es ja irgendwo logisch, wenn ich dann als junger, aufgeschlossener Mensch in den Aktienmarkt gehe, anstatt hier mein Geld ja, zum Beispiel im Sparbuch oder anderen meist hochgradig inflexiblen und ja auch eher nicht gerade kostengünstigen Produkten anzuvertrauen. Und da haben wir aber eben schon ein Problem, weil diese 6 bis 8% Renditerwartung, das stimmt schon, aber ist natürlich ein gemittelter Wert und da geht es manchmal ganz schön rauf und aber auch manchmal relativ stark nach unten. Wenn man das noch nie mitgemacht hat, dann hat man halt entsprechend Angst. Und das heißt, dass diese Anleger, diese jungen Anleger, sage ich mal, noch zwar rational an die Aktie glauben, weil man liest eben, dass der Aktienmarkt eine relativ hohe Rendite abwirft langfristig, aber der Glaube ist noch nicht verinnerlicht, ist noch nicht gefestigt. Und natürlich kommt es über Erfahrungen, die man gemacht hat, so wie ich Erfahrungen gemacht habe. Man kann dem aber auch schon ein bisschen vorbauen, indem man sich noch ein bisschen mehr beschäftigt, einfach damit, indem man die Charts anguckt, der großen Indizes, S&P 500, ja, DAX, auch wenn es eine Performance-Krücke ist, aber das reicht schon. Einfach die großen Indizes der westlichen Welt nimmt, dann sieht man, dass es Einbrüche gibt auf der einen Seite, auf der anderen Seite, dass es aber dann immer wieder Erholungen gibt und dass diese Erholungen dann die Einbrüche überkompensieren und dass es dann weiter aufwärts geht. Es gibt ja auch diverse Quellen wie das Deutsche Aktieninstitut oder auch der Dividendenadel Christian Röhl, die ja gewisse Untersuchungen gemacht haben zu wie der Zusammenhang ist zwischen Haltedauer und Performanceerwartung. Und da gibt es ja immer im Prinzip nur einen Schluss, nämlich dass, wenn man nur langfristig genug am Aktienmarkt dabei ist, dann hat man irgendwann eine positive Rendite erwirtschaftet. Ich weiß, jetzt kommen dann wieder in den Kommentaren, ja, der Nikkei, da ist es aber nicht so. Da jahrzehntelang haben wir jetzt warten müssen, haben wir immer noch nicht die Höchstpunkte gesehen. Ja, das ist jetzt eine Besonderheit und das jetzt zu erklären, falls ich es überhaupt könnte.
Das führt jetzt bestimmt zu weit und würde dieses Video sprengen. Ich nenne einfach mal ein paar Sachen, die ich jetzt mal noch mal schnell beim Googlen gesehen habe. Also wir haben in Japan eine Immobilienblase gehabt, die auch zu einer Blase im Aktienmarkt geführt hat. Und wenn die Quelle richtig war, die ich gelesen habe, dann waren die Immobilienpreise in Tokio rechnerisch während dem Hochpunkt so hoch, also oder die Immobilien in Tokio waren so viel wert, dass man davon hätte quasi die gesamte USA kaufen können. Also ich würde mal sagen, da gab es schon leichte Übertreibungen, die in Richtung einer Blase gedeutet haben. Es gab dann auch noch andere Gründe, die teilweise auch zu Parallelen führen in Europa oder wo man Parallelen sehen kann in der EU, um es ein bisschen konkreter zu machen, wie ein Haufen fauler Kredite, die man nicht abgeschrieben hat, weil man nicht quasi offensichtlich nicht den Mumm hatte. Und die dann auch zu Bad Banks geführt haben, die aber nicht offiziell als Bad Banks deklariert worden sind. Wir haben Unternehmen gehabt, die eigentlich hätten pleite gehen sollen, die aber nicht pleite gehen gelassen wurden. Stichwort Zombie-Unternehmen, wie ja auch der Dr. Markus Krall ja hier auch in der Europäischen Union das Ganze feststellt. Wir haben ja auch Parallelen bezüglich des Zinssatzes, also niedrige Zinsen, sodass diese Unternehmen überleben können. Wir hatten in Japan einen sehr starken Yen, der, so wie wir in Europa einen sehr starken Euro gehabt haben, der gerade im Fakt die, so dass halt die Südländer, sage ich mal, Party, Party, Party machen konnten, weil die importieren plötzlich billig konnten, weil ihre Währung nicht mehr abgewertet hat. Konnte man halt kurzfristig Party machen, aber langfristig war halt dann die eigene Wirtschaft nicht mehr konkurrenzfähig, also hat ja auch zur Euro-Krise geführt. Wir haben in Japan eine Überalterung der Gesellschaft, die wir ja auch in Europa teilweise haben, vor allem in den leistungsfähigeren Wirtschaftsräumen. Wird ja jetzt gegengesteuert durch die Immigration in Deutschland, danke Frau Merkel an der Stelle nochmal. Ob das jetzt die Facharbeiter sind im Großen und Ganzen, die man sich gewünscht hat, weiß ich nicht, aber egal. Ich will also jetzt, ist aber jetzt auch nicht schlecht reden, ich will jetzt nur sagen, es gibt ja, es gibt schon Parallelen zu Japan, wo sich der Nikkei eben nicht erholt. Aber im Großen und Ganzen in der westlichen Welt ist es bis jetzt immer so gewesen, dass die Krisen ausgebügelt worden sind. Und das ist vor allem deshalb passiert, weil die Wirtschaft in diesen Wirtschaftsnationen eben weiter wächst. Und das passiert deshalb, weil es eben unter anderem Aktienunternehmen gibt, die sind ja jetzt für uns interessant, weil wir in die investieren können, die eben weiter innovativ sind und ihre Gewinne steigern. Und da möchte ich jetzt doch hier mal. Mein Name ist übrigens Thorsten Tät und ich bin Betreiber von dieser Seite aktienfinder.net. Und hier geht es nämlich um Unternehmen mit steigenden Gewinnen, weil man eben so zu langfristig steigenden Kursen und Dividenden kommt. Und zwar nur so. Es sei denn, man hat gerade, ist halt in einer Bubble drin, aber dann platzt das ganze Ding halt und dann fliegt einem das Depot halt irgendwann um die Ohren. Und solange es solche Unternehmen gibt, werden diese Unternehmen auch wertvoller. Und das ist jetzt der zweite Grund. Der erste Grund war, man glaubt nicht an die Aktie als langfristige Anlage. Also man hat es nicht verinnerlicht, das ist das eine. Und das zweite ist, warum du Angst hast, weil du nicht an deine Aktien glaubst, weil du vielleicht nicht in Unternehmen investierst, die ihre Gewinne langfristig steigern, sondern weil du vielleicht in Unternehmen investierst, weil du glaubst, dass es die nächste Kursrakete ist, weil du halt versuchst halt Lotto zu spielen, weil du es irgendwo gelesen hast, irgendwo halt diesen heißen Tipp bekommen hast. Und jetzt kriegst du Angst. Vorher ist die Aktie halt abgegangen und dann wolltest du halt deinen Teil vom Kuchen abhaben. Und jetzt fliegt dir die Aktie um die Ohren, jetzt fällt die und jetzt weißt du nicht, was du tun sollst. Und das heißt, dir fehlt da dann das solide Fundament. Du bist nicht überzeugt von deiner eigenen Aktie. Und überzeugt kann man von der eigenen Aktie eigentlich nur langfristig auf Grundlage fundamentaler Fakten sein. Und diese fundamentalen Fakten laufen im Prinzip immer auf eines hinaus: langfristig steigende Unternehmensgewinne, festgemacht am bilanzierten Gewinn und am Cashflow. Und wenn man solche Aktien hat, ein Depot eben aus solchen Aktien sich zusammengestellt hat, ich mache es genauso, viele andere Mitglieder machen es genauso, dann darf man berechtigterweise an seine Aktien glauben, weil man in gute Unternehmen investiert hat, die Krisen im Regelfall überstehen werden. Im Regelfall, es gibt immer Ausfälle, aber es gibt die Diversifikation und durch diese Diversifikation, schweres Wort, gibt es bestimmt auch ein deutsches Wort, das leichter ist, fällt mir gerade nicht ein. Durch diese Diversifikation kann man dann einzelne Ausfälle verkraften und die werden dann auch überkompensiert, so wie die westlichen Indizes bisher auch Krisen überkompensiert haben, in dem Sinne, dass sie dann später zu neuen Höchstständen
gelaufen sind. Was natürlich mit diesen Unternehmen zu tun hat, die in den Indizes vertreten sind, die ihre Gewinne langfristig dann weiter steigern konnten. Und das sind eben diese beiden Ratschläge, die ich geben möchte. Zum einen, man muss sich mit dem Aktienmarkt so weit beschäftigen, dass man eine Art Grundvertrauen aufgebaut hat. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, man muss halt eine Aktienselektion machen. Ob man jetzt einen Aktienfinder nimmt oder was anderes, ist jetzt egal, weil es soll ein allgemeines Video sein. Man muss seine Aktienauswahl auf Grundlage fundamentaler Fakten machen, die langfristige Gewinnentwicklung zur Grundlage haben. Und wenn man und so in solche Unternehmen soll man investieren. Und dann habe ich den Artikel von mir mal angesprochen. Da ist er. Ich werde ihn verlinken. Finanzkrise, als mein Depot im Minus versank. Ich habe den schon ein paar Mal hervorgezaubert, einfach weil ich nie einen gleichartigen Artikel gesehen habe, wo man echt mal Depotauszüge sieht, wie das vorher ausgesehen hat, wie es nachher ausgesehen hat. Das ist also wirklich ein Original-Kontoauszug von mir und bitte dann selbst lesen. Hier nur die Zahl. Hier 33.000 Euro Verluste gemacht. Depotwert war noch 117.000 Euro. Und dann mal selber googeln. Unten drunter kommt der nächste Depotauszug. Einfach mal gucken, dann später, was dann aus dem Depot geworden ist. So, ich wollte es einfach nur mal mitgeben. Ich hoffe, es sehen ein paar junge Investoren, die jetzt vielleicht die Flatter gekriegt haben und die Ratschläge vielleicht zu Herzen nehmen und sich das Ganze nochmal oder dann ein bisschen besser durch die Krise kommen, wenn sie dann irgendwann mal tatsächlich kommen sollte. Danke fürs Zuschauen. Das war das Wort zum Dienstag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.